zur Hölle? Oh, na bitte, jetzt geht's los. Was? Gehört das nicht so? Das war Sabotage. Das ist nicht gut. Durchgeschnitten. Asim? Louis! Psst. Verteilt euch. Wir müssen sie suchen. Passt auf die Monster auf. Okay, vielleicht eine andere Gruppe? Wilderer? Diebe? Mörder! Okay, die Falle ist noch intakt. Leer. Aber Blut. Zigarettenstummel. Fußspuren. Ich guck mir erstmal die Fußspuren an. Fußspuren. Dann zieh ich hier noch den letzten Kippenstummel durch. Ist das eine Bibelseite? Clem, hab was gefunden. Das sind die richtigen knallharten Typen, Alter. Drehen sich ihre Kippen aus Bibelseiten. Monster. Hey, hier drüben! Okay, ihr floppt. Der geht nicht auf unsere Kappe. Was zur Hölle? Da lag das hier. Raucht eins von den Kindern? Okay, sie scheint das zu erkennen. Gibt nichts zu rauchen. Wer ist der Pechvogel da? Wo wart ihr? Wir haben die Fallen überprüft. Okay, Ruby hat irgendwas erkannt gerade. Die ausgelösten waren alle leer. Die restlichen sind kaputt. Wir wurden ausgeraubt? Ganz toll. Und jetzt werden wir verhungern. Mist, das... Scheiße. Scheiße. Was? Es ist nur Scheiße. Okay, durchatmen, Brody. Komm schon. Es wird alles wieder gut. Es ist nur eine Panikattacke. Tief durchatmen. Tief einatmen und Luft anhalten. Halt einfach dein Maul, okay? Wie bitte? Entspann dich, Puppe. Ich muss Marlin davon erzählen. Wir brauchen immer noch Essen. Ihr wisst schon. Erzähl uns doch erstmal davon. Wir haben viel zu wenig hier. Kümmert ihr euch für eine Kippe? Der Großinquisitor? Ich bringe die Beute zur Schule zurück. Vielleicht können wir sie ein bisschen verteilen. Und was jetzt? So, unserem Hasen ist nicht viel dran. Steine sind kein Essen. Schon klar. Wirft uns Marlon raus, wenn wir kein Essen finden? Ich will's nicht wissen. Wo können wir noch suchen? Vielleicht. Ja, wir haben noch die Straße, ne? Ah, echt, der Bahnhof. Okay, sagt uns doch nur den Bahnhof. An... Okay, ja, dann nehmen wir die Fallen. Nein, wir nehmen den Bahnhof. Der Bahnhof. Er ist nicht allzu weit weg von hier. Aber nicht aber mehr der Bahnhof in der Sicherheitszone. Als AJ und ich dort waren, gab es Vorräte. Ist ein Versuch wert. Sicher, dass es dort Essen gab? Definitiv. Die Explosion hat vermutlich einiges zerstört. Aber irgendwas muss übrig sein. Da war so viel. Oder wir verhungern. Ich weiß nicht, irgendwie, das war alles so gut versteckt irgendwie. Warum sollte da jetzt noch mehr rumliegen irgendwie? Wetten, dass da nicht alle zurückkommen vom Bahnhof. Meinst du? Ja, das kann sein. So, tatsächlich bin ich noch nicht bereit, jetzt irgendjemanden hier irgendwie aber zu opfern. Aber viel mehr Beißer als das letzte Mal. Also Brody ist bis jetzt noch so die Person, wo man sagt so, wir werden sterben. Violet will Gunnian verlieren. Oder Louis ist wahrscheinlich potenziell im Kampf besser aus. Weil vielleicht ein bisschen mehr Kraft. Kann nicht vorsichtig genug sein. Aber wenn der jetzt ruft, ist es jetzt auch nicht schlimm. So, betrachte den... Körper, betrachte den Waggon und betrachte die Weißheit. Wir gucken uns mal den Waggon an. Vielleicht können wir den Waggon einfach umfallen lassen. Ich könnte da hochklettern. Wie auch aber immer. Ich weiß nicht, wie uns das reinbringen soll. So. Wir sind gerade so rausgekommen. Ja. Knapp. Klingt fies. Nicht ohne Grund. Hier draußen sind einfach zu viele. Hoffentlich sind sie nicht reingekommen. Die stehen aber alle wunderbar zentriert da unten. Also können wir denn nicht einfach, ich sag mal ganz stumpf sagen... Außen langlaufen. Müssen wir denn da durch? Weshalb? Die Glocke. Ja, genau. Die Glocke werden wir jetzt läuten. Das wird's bringen. Aber wahrscheinlich wird's genau darauf hinauslaufen. Ich habe schon mal Beißer mit der Glocke angelockt. Könnte nochmal klappen. Ja, sie folgen gerne Geräuschen. Du siehst aus, als hättest du eine Idee. Wenn einer von uns dort hochklettert, kann er genug Krach mit der Glocke machen, um die Beißer anzulocken.
dann kann der Rest in den Bahnhof schleichen. Louis, ich bin für Louis. Moment mal. Zieht in die Hose. Zieht so in die Hose. Ach komm, Lou. Du bist laut, nein, wie hat recht. Ein bisschen nervig. Du bist quasi eine wandelnde Ablenkung. Wir reden, wir handeln. Ja, sehr schön. Also du Traumprinz, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Wie könnte ich dir etwas abschlagen? Ich komm mit und geb dir Deckung. Von mir aus. Das ist schon eine geile Waffe. Aber wenn ich sterbe, wird Beißer Louis euch beide zuerst fressen. Ja, weil du ja den Stuhlbein da nicht dabei hast, oder was? Ich lege sie ab, bis ich sehe, dass ihr in Deckung seid. Dann versuche ich, die Stinkerpatrouille umzulenken, damit ihr schnell ins Gebäude rennen könnt. Wenn wir in Position sind, gebe ich dir das Signal. Dann kannst du anfangen. Viel Glück. So, ihr Lieben, könnt ihr schon mal in den Chat schreiben, wer es nicht schafft. Und diejenigen, die wissen, bitte nicht hetzen, nicht verraten. Meide die Gruppe. Ah. Okay. Als erste drauf. Natürlich eben wir als erste drauf. Ist ja klar. Ist ja klar. Okay, gut. Ach, na sage mal. Okay. Was ist, wenn ich sie jetzt töte? Kann ich sie? Okay, das geht. Aber wir machen ja auch Lärm damit. Verstehe ich gar nicht. Das ist doch Blödsinn. Okay, gut, der hat mich gesehen. Das ist nicht cool. Oh, da ist ja noch jemand. Das ist ja auch nicht gut. Aber der ist ein bisschen schneller. Also wenn wir sie gleich töten, braucht das immer ein bisschen Zeit. So, dann komm mal her, mein Kleiner. Okay. So, die anderen sind jetzt alle erstmal von der Glocke abgelenkt. So hoffe ich. Aber hier komme ich nicht vorbei. Vorsicht. Verstecken. Verstecken. Es wäre auch mal tatsächlich interessant, ab welcher Gruppenstärke fängt man an, die zu dezimieren und zu töten. Und wann umgeht man sie? Signalisiere an Louis. So, mach mal hin hier. Bimmel. 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 Dankeschön. Aber noch nicht da hinten. Hätte sie noch da locken können oder so. Obwohl, da ist auch okay. Ich halte an der Türwache. Okay, AJ und ich schleichen rein, schnappen das Essen und hauen ab. Klingt gut, aber macht schnell. Das Essen, das zerbombte Essen oder was? Das zermatschte Essen. Da ist nichts mehr von übrig. Das ist alles verbrannt und zerpatscht. Durch die Granate. So, wer bist du? Kann ich dich töten? Nee, der ist schon tot. Das ist doch Quatsch! Den hatten wir doch nicht schon beim ersten Mal getötet, als wir hier waren? Aber jetzt hat er plötzlich den Stuhlbein dabei. Was hat er denn hier? So, okay. So, das Ehepaar ist auch tot. Wer weiß? Hätte vielleicht jetzt auch so kommen können, dass die jetzt wieder Lärm geschlagen hätten. So, okay, na dann probieren wir's. Ja, die sind perfekt. Klimm, guck mal. Ja, eine schöne leere Lampe. So ohne Feuer. Geht. Ja. Dabei brauche ich deine Hilfe, Kleiner. Aber hast du noch deine Waffe? Was soll das? Ich meine, das ist Granate, die hat alles weggefetzt. Sicher ist sicher. Da kannst du jetzt noch irgendwie ein paar Bohnen rauspicken oder so aus dem Scherbenhaufen da. Es wird laut. Da stehen noch ein paar schöne Bohnen. Pack die doch ein. Super, AJ. Ist da noch mehr? Ah, ach doch. Schau mal, das Glas hat's überlebt, ja? So. Mhm. So unrealistisch.
absolut unrealistisch. So, okay, gut, denn was hier? Nehme Glas. So, werde mich wahrscheinlich umschauen müssen, ne? Die ganze Zeit. Sendetta wird. Warum soll ich das jetzt einpacken? Jetzt passiert doch irgendwas. Kann mich aber auch nicht weiter umsehen. Aufstehen. Wer bist du? Langsam. Schrei nicht. Versuch bloß nichts. Ich tu dir nichts. Wer bist denn du, Alter? Wenn ich nicht muss. Was willst du? Ich will nur Vorräte. Genau wie du. Und eine Zahnspange? Vielleicht? Das ist krass mit den Augen, ne? Unterschiedliche Augenfarbe. Trevor. Deine Freunde und du haben da draußen ganz schön Krach gemacht. War nicht zu überhören. Also Wolverine of Crack. Lebst du in der Nähe? Du kanntest diesen Ort schon vorher. Du hast die Falsche und hattest geplant, hier reinzukommen. Ja, ich bin auf der Durchreise. Komm, wir müssen Janisch erzählen erstmal. Ich wollte sehen, was sich hier plündern lässt. Und du hattest verdammtes Glück. Ja, nimm die eine Tasche und verpiss dich doch irgendwie, als wenn du jetzt die 8 Taschen trägst. Du siehst ein bisschen zu jung aus, um allein zu sein. Hast du eine Gruppe? Ich zähle dich plus die 2 da draußen. Ja, vielleicht noch mehr? Erzähl mir erst von deiner Gruppe. Deswegen spielst du um. Früher waren wir nicht alle so verdammt misstrauisch. Bin allein. Ich und meine hässliche Visage. Einsam, hässlich und hungrig. Oh, die ist wirklich verdammt jetzt hässlich. Die Tasche ganz langsam füllen. Dafür haben wir hart gearbeitet. Hallo auch, Knirps. Was machen wir jetzt mit dem hässlichen Penner? Hast du gespielt, wie? Das ist jetzt unhöflich. Du klaust uns nichts. Ich klaue nichts. Okay. Das gehört euch nicht. Blut an der Waffe, das heißt, der hat die irgendwo aufgesetzt und abgefeuert irgendwie. Die Frage ist, hat er mit Zombies gemacht oder mit Menschen? Ich bin schneller. Wenn er mit Menschen gemacht hat, fällt er. Ist er sofort tot. Hör mal zu, Knirps. Jetzt steck mal fix die Waffe weg und lass mich hier weitermachen. Verstanden? Ich nehme ein kleines bisschen und dann gehe ich. Als ob ich nie da gewesen wäre. Du willst deinen armen Mann doch nicht verhungern lassen, ja, fuck, nee, komm. AJ, tu die Waffe weg. Clem, irgendwas in mir sagt mir... Alvin Jr., sofort. Irgendwas sagt mir, dass das vielleicht die bessere Variante ist. Ich weiß es nicht, aber... Clem, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen verschwinden. Keine Panik. Wollte gerade gehen. Ich meine, gut, er hat uns jetzt das Essen abgezogen. Irgendwie danke der blöde Wichser. Aber er hat uns jetzt nicht getötet. Wer zum Teufel war das? Er hätte uns doch töten meine können. Tasche und mach sie voll. Ach, dreh doch die Tür nicht auf. Mach doch nicht noch so laut. Okay, ich denke, wir werden jetzt erstmal sterben. Mann, Violet, komm jetzt. Das bringt alle nicht. Ich brauche eine bessere Waffe. Renn einfach! Ich erzähl's dir unterwegs! Was? Okay, wir haben zwei Taschen voll mit Essen. Ich fass dir, hier waren Plünderer. Keine Panik. Wir kümmern uns drum. Immerhin. Hat ja etwas gedauert. Gut Ding will Weile haben. Asim! Bohnen! Mitch! Bohnen! Schaut mal her! Essen! Das ist echt eine Menge zu essen. Aufmerksam wie immer, Mitch. Ich kann's kaum glauben. Seht mal. Okay, wir sind bis jetzt noch win-win-mäßig aus der Situation rausgekommen. Also wirklich. Das war Teamarbeit. Im Ernst? Das höre ich oft. Dann sind wir quitt. Nein, es war natürlich. Es war eine Teamarbeit. Aber Sie haben nie so viel mitgebracht. Du auch nicht. Wo habt ihr das alles gefunden? Im alten Bahnhof. Clem wusste, wo es war. Im Bahnhof?
Der liegt außerhalb der Sicherheitszone. Wir hätten noch mehr. Aber da war dieser Typ, der unsere Kaninchenfallen geschrottet hat. Okay, also sie geht auch davon aus. Was für ein Typ? Was Clem der Typ meint, er hat diese ätzenden Bibelzigaretten geraucht. Seine Augen hatten unterschiedliche Farben. Hat er denn eine geraucht? Ich hab das ja nicht gesehen. Hat er eine geraucht da? War er das? Ist er euch gefolgt? Nein. Okay. Ich habe ihm was von dem Essen überlassen und dann haben wir ihn in dem Beißerschwarm verloren. Du hast ihm was von unserem Essen gegeben? Geht's noch? Jetzt weiß er, dass wir hier sind und will sich noch mehr holen. Geht's dir noch ganz gut? Das ist so krank. Wie kann man nur so dumm sein? Er war bewaffnet. Wenn ich das nicht gemacht nicht hätte, mal. Hätte er uns erschossen. Es war richtig so. Schwachsinn! Und wenn da noch mehr sind? Du hast keine Ahnung, wozu die Leute da draußen fähig sind. Oh, doch. Ich kann nicht. Ich darf nicht wieder... Verdammt! Was zur Hölle ist hier los? Okay. Sie hat sie aus der Sicherheitszone geführt. Sie haben jemanden gesehen. Du weißt, was das heißt. Es reicht! Das bedeutet nur, dass da draußen ein hungriger Typ ist, der nach Essen sucht. Nichts Neues. Du übertreibst etwas. Was hat sie denn plötzlich? Nicht dein Ernst? Komm schon, lass uns irgendwo hingehen und darüber reden. Wenn irgendwas passiert, mache ich dich verantwortlich. Ich finde jetzt nicht, dass wir dafür verantwortlich gemacht werden können. Weil, was wäre jetzt passiert? Was wäre jetzt passiert irgendwie? Hätten Schusswechsel gegeben, vielleicht hat AJ eine Kugel abgefangen, vielleicht hätten wir uns eine Kugel abgefangen. Und das hast du. Das hast du. Aber, scheiße. Gott, nichts ist einfach. Alle sind noch am Leben. Alle am Leben. Kein Grund zur Sorge. So sieht's aus. Ich mach mir aber Sorgen. Immer. Ja, wenn wir verhungern, ist das auch nicht zielführend. Immerhin gibt's heute was zu essen. Und die nächsten Tage. Ich rede mit Brody. Danke für die Beute, Clem. Ihr solltet sie genießen. Habt ihr euch verdient. Die haben schon die Schüssel voll. Keine Sorge, Clem. Das ging schnell. Seit wir Sophie und Minnie verloren haben, hat Brody vor allem Schiss, was außerhalb der Sicherheitszone passiert. Sie kriegt sich schon wieder ein. Trotzdem sollte das nicht nochmal passieren. Wir können mal sehen, ob Rosie morgen früh eine Witterung aufnimmt. Nur zur Sicherheit. Ich gehe abspülen. Leute, es gibt keine Alternative. Wenn ihr in der Safe Zone schon alles abgegrast habt, bleibt euch nichts anderes übrig. Was wollt ihr machen? Photosynthese oder was? Macht euch keine Sorgen. Sie sind nur traurig. Traurig? Wieso? Vor einem Jahr sind meine Schwestern gestorben. Deswegen sind sie traurig. Und du nicht? Nein. Sterben ist nicht schlimm. Es ist zwar traurig, aber nicht schlimm. Ein Beißer zu werden, ist schlimmer als tot zu sein. Woher willst du das wissen? Vielleicht ist es ja ganz nett. Ich denke nicht. Glaub ich nicht. Ich auch nicht. Aber man kann sie ja nicht fragen. Ich stelle mir vor, dass sie nicht tot sind. Ich stelle mir vor, wo sie jetzt sein könnten. Sophie hat immer tolle Sachen gemacht. Sie würde uns allen ein Haus bauen und es sogar anmalen. Und Minnie würde uns irgendeins von ihren Liedern vorspielen. Ich glaube, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, dass danach jemand auf mich wartet. Okay. An irgendeinem schönen Ort. Wir alle zusammen. Ein netter Ort. Sieht nach einem netten Ort aus. Ja. Zumal den Arm klein nicht sofort desillusionieren so. Danach kommt nichts. Als eine muffige alte Schule. Gar nichts. Wer sind die da? Die Beißer, die sie erwischt haben. Die sollen auch da sein? Die waren nicht immer Beißer. An diesem Ort dort dürfen alle wieder Menschen sein. Manchmal male ich die Beißer so, wie sie wahrscheinlich ausgesehen haben. Interessant. Interessant. Und manchmal, was sie aus Minnie und Sophie gemacht haben. Aber manchmal male ich auch das hier. Darf ich da sein? Klar. Willst du auch da sein?
Ich mal dich schön, versprochen. Nein, du musst nicht. Nur stillhalten. Na klar. Ach ja, klar. Mal nicht hin. Oh, fast vergessen. Klar, Schnurrbart. Oh, ein Lächeln. Guck mal. Hier, ja, wir müssen natürlich halt immer noch die Beziehung zwischen diesen ganzen Menschen irgendwie es verbessern, ja? Also deswegen gibt es hier solche, ja klar, unseres. Mal mich. So, Tennis wirklich begabt. Ist das für unser Zimmer? Können wir das mitnehmen? Es wird spät. Ja, ihr solltet lieber schlafen gehen. Kommst du nicht Sagt mit? Sagt der Achtjährige zu uns. Noch nicht. Ich will das erst fertig machen. Gute Nacht. Dann bis morgen. Wir haben ein bisschen auf langsam. Oh, jetzt überlegt euch mal, was das nachts für Geräusche macht, dieses Haus. Also man nimmt ja jetzt schon wahr, ne? Irgendwie, da ist ja nur geknarzt und die Barze. Boah, ich glaube wahrscheinlich kein Auge zu machen. Zeit fürs Bett, mein Kleiner. Kann ich aufbleiben? Nein. Noch 2 Minuten. Ah, leg dich hin, dann sehen wir weiter. Ja, bist das Bett hier fällt ihm doch. Ja, war lecker. Ja, das war's. Hier gefällt's mir. Ich hab Fische getötet. Violet schien Spaß zu haben. Schöner Ansatzsatz. Es ist schön hier. Kein Rumfahren oder weglaufen. Aber die Farm war auch schön. Vor dem Blut. Das hier ist nicht die Farm. Hm. Gefällt es dir? Mir gefällt es, jetzt. Wo ich mich daran gewöhnt habe. Ja, ich fühle mich sicher, ich vertraue noch nicht vorerst. Ja. Ja, vorerst ist wahrscheinlich es die bessere ist Antwort schön, gewesen, sich aber. Sicher zu fühlen. Wir müssen den Kleinen ja auch ein bisschen beruhigen, irgendwie. Clem. Ja? Du hast den Kerl am Bahnhof gehen lassen. Du hast ihm Essen gegeben. Das war nicht gut. Hm. Es gefiel mir nicht. Dreht weiter. Ich bin nicht böse, weil ich das sage. Es war kein Kampf. Weil er etwas Essen hatte, hat es keinen Kampf gegeben. Man muss wissen, wann sich ein Kampf lohnt, AJ. In dem Fall nicht. Es ist trotzdem nicht richtig, das zuzulassen. Wir sind schwach. Nee, außerdem haben wir jetzt immer noch die eine Patrone. Ha, du bist wohl stark, Who knows? Was? Who knows? For what? Wer ist ein Weichei? Hör auf! Dachte ich mir doch. So, du durftest noch 2 Minuten aufbleiben. Jetzt wird geschlafen. Ich leg mich hin, wenn du das Licht ausmachst. Na gut, einen Moment noch. Die Zwerge mal in die falsche, Alter. So, in der ganzen Welt befinden sich Sammelobjekte und so weiter und so weiter. So, okay, wir haben ja. Oh, Moment, warte mal, wir können dann unseren Rucksack. Betrachte den Rucksack. Ich nehme sie immer überall hin mit. Man weiß ja nie, wann man Vorräte findet. Ja, das ist richtig. Ich fühle mich leichter. Okay, gut. Können wir jetzt vielleicht das Bild von Tanny mit hinhängen? Ja, das sieht gut aus. Tan-Zeichnung hinhängen. So. Eine gute Zeichnung. Er ist ein echter Künstler. Deine Zeichnung ist auch gut. Ich wollte gerade sagen, weiß so schön neben dir Krakel daneben gelegt. So, bitte. Ja, okay, alles. Deins ist auch schön. Betrachte AJs Zeichnung, das machen wir. Echt süß. Die Pistole. Klassische Kinderzeichnung. Schön. So, können wir das Zimmer verlassen? Nein, können wir nicht. Können wir noch irgendwas tun? Okay, wir können nur noch die Kerze ausblasen, oder? Können wir noch AJ kurz mal kitzeln? Sieh nach AJ. Ja, das ist ein Junge. Du lügst. Okay, alles klar. Dann lass uns die Kerze auspusten und wach bleiben. Können wir noch was machen? Gibt es noch irgendwas zu machen? Schauen wir hier nochmal kurz rein. Nee, nichts. Ach, wir müssen die Heizung noch anmachen. Ist ja klar. Soll ja warm werden. Ja, ich glaube, wir können hier nichts mehr machen. Jetzt ab ins Bett. Nachti. Gute Nacht. Träum schön. Kerze auspusten sieht anders aus. Und was, wenn doch? Ich träume nie von Beißern. Komm schon, spiel mit. Einmal. Peng. Gut. Und danke. Der kleine Chef.
Ruby und Marlon, ne? Was ist das? Psst. Na dann, lass uns doch mal durch das gruselige Ekelhaus mit der Kerze schleichen. Was zur Hölle? Stimmen in den Rohren. Ich glaube, jemand braucht Hilfe. Wer? Wir? Nein, 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 jetzt nicht. Aber wir sollten helfen. Wenn es ein Monster ist, töten wir es. Das dürfte kein Monster sein. Er ist echt straight, der Kleine, Alter. Hast du deine Waffe? Aha. Bin gleich wieder da. Pass auf dich auf. Okay, den Rucksack können wir nicht mitnehmen, denn lass uns mal losschleichen. Also wenn es jetzt halt wirklich diese Pärchen ist, also ne, Marvin und Ruby, heißt die Ruby nicht? Heißt nicht Ruby, ne? Die, wie hieß sie nochmal? Naja, sie halt. Dann sind die sowieso mit Rosie zusammen und Rosie wird uns merken. Also, die wird uns wittern. Folge den Geräuschen. Also jetzt bin ich... Nur noch etwas weiter. Bitte? So, jetzt wird es natürlich ein bisschen kritisch, weil ich habe so Pseudo-Surround hier auf den Kopfhörern. Okay, sie sind im Keller. Keller. Hopps, da nicht im Direktorbüro, wo das Klavier wieder losspielt. Bitte. Verschlossen. Das ist beidseitig schließbar. Nicht zu knacken. Ich muss einen anderen Weg in den Keller finden. Eine Kellertür draußen auf dem Hof. Okay. Der Blick auf den Plan war jetzt ein bisschen schnell. Irgendwie war gerade ein bisschen woanders hin geträumt. Irgendwie, also von außen gibt es also eine Kellertür. The lights goes out. Dunkelheit umfängt uns. Laut der Karte sollte man hier auch in den Keller gelangen. Ja, finde die Kellertür. Also wenn, müsste sie ja irgendwie in der Nähe vom Haus sein. Hm? Greife nach dem Ziegel. So, haben wir einen Ziegel mitgenommen. Okay, alles klar. Ja, das sieht doch nach einer Kellertür aus. Sollten wir uns noch mal vorher umsehen irgendwie und noch was anderes mitnehmen? Okay, also wir haben die Kellertür gefunden. Oh, warte mal, steht noch was zu essen auf dem Tisch? Oh, das ist noch eine Schüssel. Nein, falsch. Ja, okay, okay. Wir dürfen keine Schüssel mitnehmen. Nur mal ein bisschen ausschlecken. Wir müssen gleich in den Keller. Hm, okay. Schloss vor. So, Backstein raufhauen? Haut zu! Oh, Alter, ballert ja wirklich ein schön. Mike, muss mal ganz kurz die Lautstärke ein bisschen runter machen? Sollte ich das... Ich hätte jetzt gedacht, dass ich es eventuell im Timing des Gespräches irgendwie raufkloppe. Sauer, wirklich. So, hallo, gruseliger Ekelkeller. Sollte man jetzt so ein Keller von so einer Schule ist ja schon per se echt unheimlich. Der ist echt groß. Cool gemacht. Das ist gar nichts! Und du auch nicht! Mann, Brody, reiß
dich zusammen. Du wirst schon wieder wütend. Was erwartest du denn? Du machst mich wütend. Oh, wir müssen es den anderen sagen, was du getan hast. Was hast du? Wer ist da? Was hat er denn Sag getan? Sag dich. Nein. Cam. Geh doch nicht raus. Was macht ihr hier unten? Im Dunkeln. Brody und ich reden nur. Geh schlafen. Du solltest dich ausruhen. Es war ein langer Tag. Klang nicht gerade nach einem ruhigen Gespräch. Worüber streitet ihr euch? Na komm. Das geht dich nichts an. Sag es. Geh wieder zum Schlafsaal. Der Mann am Bahnhof! Das ist dein alter Bekannter. Brody! Hör nicht auf sie, Clem. Das ist bestimmt sie ist verrückt. Der Geolehrer. So ist sie halt manchmal. Ignorier es einfach. Lass sie reden, Arschloch. Hab keine Angst, Brody. Hab keine Angst, Brody. Sag, was du zu sagen hast. Was für ein alter Bekannter. Klare Ansage. Marlin hat ihm und seinen Leuten die Zwillinge Verdammt, überlassen. Brody! What? Tens Schwestern? Ich dachte, sie wurden von Beißern getötet. So haben wir es den anderen erzählt. Klappe! Er hat die opfert? Weil Marlin sich so geschämt hat, was passiert? Nee, Klappe!